Hallo, hallo, Anschi mit einem neuen Video, heute aus dem wunderschönen St. Petersburg in Russland. Es ist gut möglich, dass du schon mal etwas von positiven Affirmationen gehört hast. Falls nicht, positive Affirmationen sind eigentlich nichts anderes als Sätze, die ich mir selbst sage, in denen ich mir positive Dinge zurede. Dinge wie, ich bin glücklich, ich bin attraktiv, ich bin erfolgreich, ich habe schöne Haare. Ja? Und die Sache ist die, wiederholen wir diese Sätze, ja, mit wünschenswerten Eigenschaften, dann ist es angeblich so, dass wir uns nach einer gewissen Zeit so fühlen werden. Wenn ich also jeden Morgen vor dem Spiegel sage, ich bin glücklich, dann bin ich angeblich irgendwann glücklicher. Das heißt, positive Affirmationen werden oftmals ein wenig als die magische Pille der Persönlichkeitsentwicklung verkauft. Und ich meine, die Idee klingt ja toll. Ja, nehmen wir an, ich möchte selbstbewusster werden. Und dafür reicht es, wenn ich, sagen wir, 30 Tage lang jeden Morgen vor dem Spiegel mir ein paar Minuten Zeit nehme, mir tief in die Augen gucke und sage, ich habe ein felsenfestes Selbstbewusstsein. Ja? Die Idee klingt fantastisch, klar, also wow. Aber wie die meisten magischen Pillen hat auch die magische Pille der positiven Affirmationen einen großen Haken. Es hat sich nämlich in Studien herausgestellt, dass positive Affirmationen nur bei den Menschen funktionieren, die schon ein sehr, sehr gutes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen haben. Also bei den Menschen, die es wahrscheinlich nicht nötig haben, sich einzureden, dass sie glücklich oder selbstsicher sind. Bei Menschen mit einem niedrigeren Selbstwertgefühl und bei unsicheren Menschen funktionieren positive Affirmationen nicht und teilweise gehen die sogar nach hinten los. Ja? In einer Studie zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass wenn Menschen, die von sich behauptet haben, dass sie ein niedriges Selbstwertgefühl haben, Dinge wie ich liebe mich wiederholen, sie sich danach deutlich schlechter fühlen. Und diese Studie zeigt das, was viele Menschen schon so ein bisschen für sich selbst herausgefunden haben. Dass positive Affirmationen oftmals nicht wirklich funktionieren oder dazu führen, dass wir uns komisch fühlen. Woran liegt das? Die Sache ist die, jeder Mensch hat ein Selbstbild. Und dieses Selbstbild basiert auf unseren Erfahrungen, auf unseren Werten, auf unseren Glaubenssätzen und auch auf unserem Umfeld unter anderem. Und dieses Selbstbild, was ich habe, das ist zwar nicht in Stein gemeißelt, das heißt, ich kann daran arbeiten, aber ich kann es nicht von heute auf morgen verändern. Und wenn ich mir jetzt selbst Dinge suggeriere, die einfach noch nicht mal ansatzweise was mit meinem Selbstbild oder die noch nicht mal ansatzweise mit meinen Erfahrungen übereinstimmen, dann wird wahrscheinlich eine Art, ich sag jetzt mal, innerer Lügendetektor anspringen und sagen, nein, das stimmt nicht. Und vielleicht kennst du das. Ja, du stellst dich vor den Spiegel und suggerierst dir irgendetwas und dann kommt aber eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, nein, das stimmt doch gar nicht. Das ist nicht wahr. Ja? Und es ist dieser innere Konflikt, es ist dieser innere Lügendetektor, der entsteht, wenn du dir etwas einreden willst, was einfach überhaupt nicht mit deinem Selbstbild und deinen bisherigen Erfahrungen übereinstimmt. Ich war zum Beispiel vor einigen Jahren sehr, sehr unsicher und nervös im Umgang mit Frauen. Und auf Rat verschiedener Bücher und Gurus habe ich gesagt, das, was ich brauche, sind positive Affirmationen. Also habe ich mich des Öfteren vor den Spiegel gestellt, mir tief in die Augen geschaut und mit ruhiger Stimme gesagt, ich bin ein attraktiver, interessanter und charmanter Mann, den Frauen wollen. So oder so ähnlich. Und jedes Mal, wenn ich mir das suggeriert habe, kam ein ungutes Gefühl in mir auf. Ja? Und abgesehen von diesem unguten Gefühl hatte ich eben diese Stimme im Kopf, die gesagt hat, irgendwie stimmt das nicht so ganz. Das ist irgendwie so ein bisschen Bullshit, was du dir gerade erzählst. Und das ist eben der springende Punkt. Egal, was du dir suggerieren möchtest, ja, ob es jetzt ist, dass du glücklich bist, dass du dich selbst liebst, dass du schlank und sexy bist, dass du erfolgreich bist. Egal, was du dir suggerieren willst, wenn es noch nicht mal ansatzweise mit deinem Selbstbild und deinen Erfahrungen übereinstimmt, dann wirst du wahrscheinlich einen inneren Lügendetektor aktivieren, wirst diesen inneren Konflikt haben und wirst dich wahrscheinlich nach den positiven Affirmationen schlechter fühlen als vorher.
Die Sache ist die, du musst Affirmationen nutzen, bei denen dein innerer Lügendetektor nicht anspringt. Das heißt, du solltest dir Dinge einreden, die dir glaubhaft und real erscheinen. Und falls du positive Affirmationen annehmen kannst, falls du dir zu dir selbst sagen kannst, ich liebe mich, ich bin glücklich, ich habe nur das Beste verdient und du kannst das annehmen, dann ist super, dann mach damit weiter. Aber bei den meisten Menschen funktioniert das eben nicht. Bei den meisten Menschen kommt dann eben diese kleine Stimme, die sagt, nein, das stimmt nicht, du bist ein Lügner, du bist nicht glücklich, du bist nicht erfolgreich und was auch immer. Was deshalb besser funktioniert als positive Affirmationen sind neutrale Affirmationen. Affirmationen, die dir glaubhaft und real erscheinen. Das heißt, statt dir zum Beispiel zu suggerieren, ich bin glücklich, kannst du sagen, mir ging es schon besser, mir ging es aber auch schon schlechter. Heute geht es mir ganz okay. Oder statt zu sagen, ich bin unheimlich attraktiv und anziehend, kannst du sagen, ich bin zwar kein Model, aber ich mag meine Augen. Oder ich mag meine Haare. Oder ich mag, dass ich ehrlich bin, dass ich ein netter Mensch bin. Was auch immer du eben an dir magst. Oder statt dir zu suggerieren, ich kann alles erreichen, kannst du dir sagen, ich werde jeden Tag mein Bestes geben. Das heißt, versuche einfach, dir Dinge zu suggerieren, die dir glaubhaft und real erscheinen. Denn wenn du dir irgendwelche Idealzustände einredest, bei denen aber jedes Mal dein Lügendetektor anspringt, kommst du nicht wirklich weiter und wirst dich zum Teil vielleicht sogar noch schlechter fühlen. Falls du generell wissen möchtest, wie du besser mit negativen Gefühlen, besser mit negativen Gedanken und auch besser mit Ängsten umgehen kannst, dann lade dir unbedingt meinen kostenlosen Ratgeber Innere Stärke herunter. Ich blende dir den Link ein und wenn du auf den Link klickst, kommst du auf meine Webseite, da kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben und dann schicke ich dir den Ratgeber kostenlos zu. Ich bin mir sicher, der Ratgeber wird dir gefallen und er wird dir weiterhelfen. Gut, das war's schon von mir. Falls du Fragen oder Anregungen hast, kannst du gerne das Video kommentieren oder mir auch eine E-Mail schicken. Bis dahin grüße ich dich aus St. Petersburg und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.